Warum sagt man sallallahu alaihi wasallam? Im Übrigen, was heißt sallallahu alaihi wasallam? Wir sagen das, aber was heißt das, bitte? Friede und Segen seien auf ihn. Das heißt auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Warum sagen wir das? Weil das eine Pflicht ist, das zu sagen, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Denn in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi sagte Jibril alaihi salatu wasallam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei dem dessen Name erwähnt wird und er nicht die Segenswünsche auf dich spricht, so soll Allah ihn weit von sich entfernen. So soll Allah ihn weit von sich entfernen. Und du hast ja einen Vorteil, wenn du die Salawat sprichst. Derjenige, der das einmal sagt, Allah segnet ihn 10-mal. Und in einer Überlieferung, die authentisch ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn 10 schlechte Taten löschen und ihn um 10 Rangstufen im Paradies erhöhen. Allahu Akbar. Und so viele sind geizig, wenn sie den Namen Muhammad hören, sallallahu alaihi wa sallam, zu sagen. Well,